Ja, Freunde, da unten sind wieder am Start mit einem neuen Projekt. Die Wikinger kommen. So, Valhalla Hills, ein sehr schönes kleines Aufbauspiel. Ich finde es klasse gemacht. Man kann hier schon mal gucken. Ich bin schon mal reingegangen. Hab noch nichts gebaut, keine Angst. Guckt es euch doch an. Ist das nicht schön? Man hat am Anfang immer eine so eine Insel. Also ich spiele auf schwer, ist klar. Ich habe hier schon mal ein paar Mal gespielt. Ich habe mir das vor ein, zwei Monaten bei Steam geholt. 14,99. Sehr gut. Kann man nur empfehlen. Für Leute, die sowas gerne spielen, holt euch das definitiv. Es ist ein super geiles Spiel. Ja. Zu erklären. Was gibt es zu erklären dazu? Das machen wir nebenbei. Wir fangen erstmal an. Wir erklären erstmal. Dann so nebenbei. So, Holzfäller. Machen wir hier hin. Werkzeugmacherei. Das ist schon mal das Erste, was ich erkläre. Die brauchen wir definitiv. Die brauchen wir definitiv. Die Angler zum Beispiel, die brauchen Angeln, ist ja ganz klar, weil sonst arbeiten die nicht. Bei den Holzfällern ist es was anderes. Der Wikinger, wie er ist, Kraft seiner Wassersuppe, knallt den Baum auch mit der Hand um. Das wiederum dauert aber halt auch ein bisschen. Ne? Das geht jetzt nicht so schnell. Wenn ich dann eine Axt ihm herstelle, geht das relativ bzw. viel schneller. Und man muss halt Angeln herstellen, sonst passiert da gar nichts. So. Dann würde ich sagen, bauen wir das auch erstmal so, wie es ist. Wie ist denn das hier drüben? Stein. Kann ich hier? Oh, na, das ist doch sowas von klasse. Jetzt wollen wir nur noch hoffen, dass hier keine Wölfe oder sonst was sind. Ich hatte vorhin schon mal eins angefangen, Let's Play, musste ich leider löschen, weil ich genau neben Bären gespawnt bin und die haben mir meine ganzen Wikinger gekillt. Das war richtig lustig. So, jetzt machen wir mal Fischerhütten. Oh, das ist geil. Ah, da wird dann bestimmt das weggehen. Ne? Lass mal ein bisschen Abstand, ne? Ja, dann machen wir hier drüben noch eine hin. Und hier noch schön eine hin. Versucht auf jeden Fall so dicht wie möglich zu bauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich erkläre euch auch gleich warum. Ich will nur schnell noch die Wege bauen. Durch die Wege. Das erklärt sich ja von alleine, sind die Wikinger schneller. Gell? Ganz logisch. So. Hier packen wir mal noch die Zwiebel rein. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Alter Schwede. Mann, Mann, Mann. Aber wie ich halt bin, ich komme bestimmt nachher noch drauf. Ja, am Anfang ganz wichtig Nahrung. Versucht so viele Fischerhütten. Also ich habe jetzt erstmal nur drei gebaut, weil ich habe ja auch jetzt nicht viele Arbeiter und so. Aber die reichen am Anfang erstmal aus. Und wenn ihr das getan habt, baut ein Essenslager. Sobald ihr die Ressourcen und alles dafür habt, baut ein Essenslager. Ganz wichtig. So, wir brauchen 1, 2, 3 Angeln und einmal das. Und Hammer können wir auch klein machen. Machen wir zwei, machen davon zwei, gut. Wir machen mal etwas schneller, ne? So. Ich hoffe, man hört mich ordentlich. Ich habe ein neues Headset, Leute. Ja. Kein Geklacke mehr, nichts mehr. Uiuiui. Ich hoffe, der Ton passt. Habe ich jetzt den ganzen Sonntag, ey, den ganzen Sonntag. Ich wollte eigentlich aufnehmen und machen und tun. Alter, 5 oder 6 Stunden lang. Ich hatte so die Schnauze voll, dass ich dann einfach nichts mehr gemacht habe. Erst ging das Mikrofon nicht richtig, dann lief das Update nicht richtig, dann konnte ich die Lautstärke nicht einstellen, dann hatte ich Echo, dann habe ich mich selber gehört und ach, hör auf! Am Arsch alles, Alter. Aber jetzt haben wir's. Ganz einfach. Und ich hoffe, das passt so. Oh, wir haben ja keine Tiere. Keine Wölfe, nichts. Hätten wir ja auch hier reinsetzen können, gell? Na gut, ist egal. Mein Gott. Wenn hier ein bisschen wieder was ist, dann machen wir da eh eine Försterei rein.
Und dann hat der immer ordentlich zu tun da. So. Was ist mit ihm hier? Macht er jetzt? Ja, er stellt schon her. Das ist sehr gut. Hier können wir noch einen rein. Hier können wir noch einen rein. Hier können wir auch noch einen rein. So. Ach ja, Futter. Also nicht Futter, Essen. Futter, es ist geil. Ich habe gerade meinen Hund angeguckt und naja. Essen, ganz wichtig. Erstmal versucht irgendwie so gut wie möglich so viele Fischerhütten wie nur möglich zu bauen, sobald die Ressourcen natürlich auch gut sind. Wir gucken mal bei uns. Sieht sehr schlecht aus. Also für die Fischerhütten braucht er nur dieses Holz. Das Problem an der Sache ist ja leider, man kann ja hier, wie man sieht, Leute einstellen, dass sie damit holen und der dann nur am Bauen ist. Das kann man hier wiederum nicht. Ich meine, das wäre schön, wenn ich hier noch einen Träger rein, gell? Weil so ein Baum, der gibt dreimal. Drei gibt er, genau. Und ja, man sieht, es dauert ein bisschen. Ich würde auch sagen, dass wir hier das erstmal zumachen. Das machen wir auch zu, damit die sich alle schön hier drauf konzentrieren können. So, jetzt habe ich dreimal Holz da. Da müssten die eigentlich mit dem hier fertig werden, aber auch nur zweimal. Gut. Ja, die gehen von alleine, gehen die, das wollte ich auch noch sagen, die gehen von alleine los und holen sich hier von diesen Sträuchern, die dann auch zu Bäumen werden. Ich denke mal Apfelbäume oder so. Obst nennt sich's hier. Holen sich zu essen, wenn jetzt nicht gerade eine andere Nahrungsquelle da ist. Das Problem an der Sache ist aber, dass sie halt auch hier, gell, übelst weite Wege machen, um in so einen scheiß Busch zu kommen. Und wie man hier sieht, Nebel, dichter Wald, definitiv. Entweder Wölfe oder Bären. Ich hatte vorhin schon mal ein Let's Play aufgenommen, Leute. Am Arsch. Ehrlich am Arsch. Alles löschen, Bären haben mich komplett zerpflückt, aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ach, Unsinn halt, ne? Deswegen nennt man mich so. Ihr werdet es noch mitkriegen später. Ich muss erstmal richtig warm werden. Ich bin am Anfang immer etwas, keine Ahnung. Ich denke mal, man hat es mitgekriegt bei Battlefield 5. Ziemlich wortkarg. Aber gut, da habe ich mich halt auch ziemlich konzentriert. Alter! Zunge! Blablabla. Was ist los? So, jetzt hier die aufmachen. Rein mit euch. So. Bin dann überlegen, ob man nicht dann vielleicht dann doch noch hier so einen zweiten Holzfäller. Aber ich glaube, das gibt sich dann. Wie sieht's aus mit Angeln? Eine Axt haben wir auch schon. Die dürfte er sich schon geholt haben, denke ich mal. Ja, hat er. Gut, dann ist das hier auch gleich fertig. Das braucht noch einmal. Dann müssen wir gucken. Dieses Lager auf jeden Fall. Sehr gut. Gehen wir hier rein, aufmachen. Und auf geht's. Lager, Lager, Lager. Logo, Logo, Lager, Lager. Das machen wir dann hier hin. Bei den Fischen hin. Fischern hin, ganz wichtig. Ich werde dann wahrscheinlich. Ah, dann muss ich schon gucken. Wie viel soll er herstellen an Angeln? Komm, mach mal noch eine Angel, bitte. Wir werden hier dann gleich noch ein Fischer bauen. Ganz wichtig. Vier Fischer sind immer gut. Immer gut. Ich könnte zwar nicht den ganzen Tag Fisch fressen, aber Wikinger halt, ne? Die fressen halt den ganzen Tag Fisch. So. So. Jetzt hat sich das ja wieder ein bisschen gegeben. Ja. Genau. Und ich liebe das, dass man so Wege bauen kann. Ich verbinde immer gerne alles miteinander. Das ist so ein kleiner Optik-Touch, gell? Finde ich. Das sieht einfach schön aus. So, wie viel haben wir noch? Zwei. Dann geht man hier hin und macht mal. So, und dann nach dem werden wir dann gleich. Ach nee, dann brauchen wir erstmal noch das Sägewerk. Ah, wo setzen wir denn das Sägewerk hin? Das ist natürlich jetzt die Frage, gell? Kann ich hier irgendwo? Nee. Hier irgendwo? Ich könnte es nur hier hinsetzen, echt jetzt. Ja gut, ich meine, da ist aber wieder so nah da dran. Steinbruch könnte ich auch hier hinsetzen, aber da bin ich ja voll da in der Nähe. Ich kann da nicht reingucken. Und ich wette mit euch, Wölfe. 100 Pro.
Man sieht aber auch jetzt nicht, ob da irgendwo eine Höhle ist oder irgendwas. Man kann auch Glück haben, dass nichts drin ist im Wald. Kann man auch Glück haben. Aber ich brauche halt... Es wäre natürlich geil, wenn ich den jetzt hier baue. Der Stuhl, es tut mir leid wirklich. Aber ich will ihn eigentlich nicht weggeben. Ich habe schon WD-40 da reingeknallt, wie ein Bekloppter, nichts passiert. Aber ich werde mir einen neuen holen müssen. Weil ich liebe den. Ich habe hier hinten unten überm Arsch habe ich so eine Rolle. Der ist extra so gebaut, dass man gerade sitzen muss. Das finde ich schön. Ich verstehe den Sinn bei diesen anderen hier, wo man... Also ich habe ja einen nicht, der über den Kopf geht. Aber die über den Kopf geht, das... Ja gut, man hat dann so eine Kopflehne, da kann man immer ran, aber... Weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Keine Ahnung. So, das ist dann jetzt auch gleich fertig. Sehr gut, braucht noch einmal. Und dann können wir nämlich auch... Der hat alles, gut, dann können wir die Träger rausholen. Der braucht nur zu produzieren, der hat alles. So, die Angel ist auch fertig. Sehr schön, da kann der nämlich auch gleich loslegen. Ach, es läuft doch, ey. Läuft wie ein Länderspiel. Und für die Deutschen läuft es ja momentan richtig gut, gell? Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es läuft einfach gut für die Deutschen gerade. Naja, die Jungschen halt. Ich habe so von vornherein gesagt, lass doch mal die Jungschen ran. Die sind geil drauf. Da kann ich eh nichts mehr hinbauen. Das ist okay. Da können wir hier noch so ein... Nee. Nee. Geh mal weg hier. Können wir noch hier so ein... Unterwärts machen. Ja, das sieht gut aus. Ein kleines Häuschen. Passt da ein kleines Häuschen hin? Oh, schön. Oh, schön. Oh. Ach, ich bin begeistert von dem Spiel. Wenn es euch zu viel ist mit dem Geblubber und Geblabber, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch die Musik auch nerven sollte, schreibt das bitte auch in die Kommentare. Weil das ist eine Endlosschleife. Es ist immer die gleiche Musik. Immer die gleiche Musik. So. Das dazu. Das kann ich noch nicht bauen, weil ich... Ach, Mann. Ich vergesse es aber auch immer wieder. Ich will zu viel mit einmal, gell? Aber das kriegen wir auch noch hin. Wenn ich jetzt das Sägewerk hier unten hinbaue... Kriege ich da den Stein... Oh, ist das schön. Gut. Da ist das auch geklärt. Super. Na, kommst du jetzt. Und jetzt drehen wir uns mal zurück. Und machen hier hin. So, wo will ich denn schon wieder hin? Ja. Macht immer das mit den Tasten, ne? So... Wie viel haben wir? Drei, ne? Die können doch hier mit rein, Leute. Ne? Komm, baut das mal schön mit auf. Habe ich für den der Axt? Ja, ich habe für den eine Axt. Gut. Versucht auf jeden Fall am Anfang so dicht wie möglich zu bauen. Nachhinein könnt ihr das natürlich dann auch noch auseinanderzerren. Da baut ihr mittig immer ein schönes Lager und dann kommt da überall auch jeder ran. Es dürfen halt auch nicht zu lange Wege sein für die Wikinger. Wie gesagt, zum Beispiel jetzt beim Essen. Wenn die hungern, arbeiten die nicht richtig. Ich meine, ist ja ganz logisch. Ich meine, wenn du jetzt so hungerst, du gehst ja auch nicht auf Arbeit mit Hunger und kriegst nicht zu fressen und bibabo, gell? Du gehst ja auch nicht arbeiten. Also ich würde es nicht machen. So, einmal Holz. Was kommt da jetzt? Sehr gut. Dort Stein. Das ist ja auch gut. Oh, die legen sich jetzt gerade erstmal schlafen. So, er ist fertig. Er holt sich jetzt hoffentlich sich gleich... Ah, da ist mal Hunger, alles klar. So. Jetzt muss ich jetzt mal die Axt holen, derjenige. Derjenige welche, der da eingesetzt wurde. Hat er. Gut. Der Plankenmacher. So, für den Plankenmacher setzen wir auch gleich mal 1, 2 rein, dass der noch Holz dann am Ende hat. So. Dass die Produktion jetzt auch mal ein bisschen anläuft, gell, ist ganz klar. Mensch, haben wir ja in dem Video schon mal viel geschafft. Definitiv. So.
Er startet schon, sehr gut. So, wir bringen hier Holz hin, da können wir die schon wieder rausnehmen. Ja, wir lassen mal einen drinnen. Oh, Entschuldigung. Wir lassen mal einen drinnen. Dass er immer schön nur arbeiten braucht und ja, einer rumläuft und für ihn das Zeug holt. So. Es wird Zeit, dass das Essenslager fertig wird. Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge schon mal ein Haus bauen müssen, denke ich. Oh, Essenslager ist fertig. Jetzt haben wir natürlich keinen mehr. Nehmen wir hier den raus. So, zwei. Tun wir hier einen mit rein. So, das soll es dann wohl erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich danke euch fürs Zusehen. Bitte belasst eine Bewertung da. Ein Daumen nach oben wäre schön. Ein Abo wäre natürlich das Geilste. Und wenn, denkt bitte an die Glocke. Und ich werde jetzt noch eins machen. Vielleicht heute zwei raushauen. Gell, Leute? Alles klar. Dann reinhauen, zuhauen, abhauen.